da. Ich habe heute ein XXL-Schnäppchen-Haul vor euch und zwar von Lidl. Ich war gestern mit meinem Mann und heute mit Beatrice mit Fahrrad und ja, wir sind fast umgefallen. Aber ja, wir haben viel getragen heute und ja, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Ich wollte zum ersten anfangen mit einem, wie heißt das? Inline-Skates für die Beatrice, weil sie das gerne gleich testen möchte und danach zeige ich euch das ganze. Food ist auch, wie ihr seht, hier oben bei mir habe ich ganz viele. Und ja, und die Beatrice hat die selber gekauft mit ihrem Taschengeld. Für 10 Euro hat sie das mitgenommen. Einmal die in der Größe 34 bis 41 hat sie, bis sie groß ist dann. Und die sind sehr schön in Mädchenfarben. Ja, solche hat sie mitgenommen. Und hier noch. Und ja, und sie möchte das gleich dann anziehen. Hat Helm bekommen vom Papa. Und zwar für 5 Euro mit Rücklicht. Wie heißt das? Ich glaube Rücklicht, oder? LED-Rücklicht, genau. Für 5 Euro die einmal. So sieht der aus. Und ja, so. Und hier mit Licht. Zwei Stufen, drei sogar. Und ja, hat sie schon, ja, da sie jetzt ein Fahrrad hat, wie gesagt, hat ich euch letztens erzählt, braucht sie das, weil das ist sicherer, ne, wenn die Kinder Helme haben, obwohl das wie in Portugal benutzt, so keine Fahrradhelme gibt es bei uns nicht, sowas, aber ist ja nicht so sicher wie hier, dass sie ihre Straße, eine Straßenseite für Fahrrad und für Fußgänger. Bei uns gibt es sowas nicht, nur für Fußgänger. Und wenn man auf Fahrrad dann, wenn man mit Fahrrad unterwegs ist, dann nur auf die Straße wie die Autos und sonst ist keine Sicherheit. Deshalb ja, ihr ist auf jeden Fall in Deutschland besser. So ein bisschen Deko und Haushaltssachen und Pflege auch. Und ja, das zeige ich euch dann gleich. Und dann Food oder Fashion und dann, nee, Food und dann am Schluss zeige ich euch Fashion. Ich habe viel eingekauft. Ja, ich Schnäppchenjäger. Muss immer viel einkaufen. Und zwar, wir fangen erstmal mit so einem Geschenkpapier. Und zwar transparent mit Schmetterlinge. Ich fand das so schön für 50 Cent. Ich filme heute mit meinen Softbox, weil wir hatten jetzt die Tage wunderschönes Wetter, 37 Grad, aber heute haben wir so um die 15 Grad. Aber ab morgen soll es wieder 25 geben. Mal schauen. Ja, aber heute ist sowieso so frisch, ist sowieso nicht schlimm. Aber nicht immer, weil ich bin ein Sommerkind und das heißt Frühlingkind. Aber ich liebe Sommer auch über alles. So. Genug gelabert. Das ist jetzt 0,7 mal 5 Meter. Und ja, 5 Cent. 5 Cent, 50 Cent, genau. Dann habe ich einmal für meine Küche einen Schneebesen mit diesem, so wie Silikon eben, oder ich weiß nicht, wie heißt das? So weiches Material und der hat 1 Euro gekostet. Ja. Braucht man immer. Und ich hatte nur ein kleines und die andere, die ich hatte, ist kaputt gegangen. Deshalb ist das sehr gut, weil ich möchte demnächst Waffeln machen. Selber machen für die Kinder und mal schauen, ob ich das mitfilme. Weil ich vergesse das immer. Ich bin so ein Vergesskopf. Ich vergesse immer alles. So, dann für meinen Mann oder für mich, wenn wir Schmerzen haben. Wie heißt das? Ich kann da nicht aussprechen, sorry. Für Rücken und Schulter und Nacken. Jeweils 1 Euro. 1 Euro je. Dann gab es hier so ein Tablett mit Teelichtgläsern. Sehr schön fand ich die. Und das hat 2,50 € gekostet. So eine schöne. Kann hier für meine Küche oder für mein Wohnzimmer. Mal schauen. Ich glaube, eher Küche, weil es grün und so alles hat und orange ist. Für meine Küche passt das am besten. Ja. Und dann gab es hier für mich oder die Beatrice benutzt schon Deo. Sie wird ja schon groß, mein Mädchen. Und ja, einmal. Da sonst nur ein Artikel normal von Dorf kostet schon allein das Deo 1,30 € oder so. Und das Ganze hat jetzt 1,50 € gekostet. Einmal die Deos.
habe ich für die Beatrice mitgenommen oder eins für mich, eins für sie. Und dann Duschcreme braucht man immer, ne? Sowas braucht man immer. Duschcreme und für 1,50 Euro, ja, muss man doch zuschlagen, ne? Jo. Willst du zeigen dein Skate, dein Eyeliner? Sie hat das schon angezogen. Wartet mal, ich zeige euch kurz, wie das aussieht. Und passen die? Ja? Ja, okay, zeig mal, Papa. Ich mache jetzt auf Pause. Ja, mein Lieben, wir machen jetzt mit Food weiter. Und zwar habe ich hier für die Kinder. Beatrice hat sich selber eins bezahlt mit ihrem Taschengeld. Sowieso, so wie die Inline-Skater. Skates. Heißt das so? Weiß ich nicht. Hat sie einmal für sich dann Herdbeere hat sie mitgenommen. Die haben jeweils warte mal, ich wollte schon auf Portugiesisch sprechen. 70 Cent hat eine Flasche anstatt 1,49 Euro bei normalen Lidl und plus Pfand. Und ja, einmal in Erdbeere trinken. Für die Kinder, das heißt zweimal, dann einmal Pfirsich. Und dann noch hier Waldbeere-Geschmack. Ja, jede Sorte. Aber Erdbeere ist die Lieblingssorte, deshalb zweimal Erdbeere. Hier meine Kamera. So, jetzt aber, ne? Glaubt, das sitzt alles und so. Und ja, einmal die. Dann gab es hier Partycracker Classic, zweimal für 30 Cent. Cracker, so runde. So runde, so platte. Und hier ist mit normal, geometrisch und mit Herz. Die zwei verschiedene. Für 30 Cent, wie gesagt, jede Packung. Die Kinder sind im Wohnzimmer, mit Papa. Dann Cantuccini mit Mandeln. Die weiß ich nicht, wie die gekostet haben. 50 oder 70 Cent. Habe ich dreimal. Dreimal mit Mandeln. Ich liebe solche Gebäcke. Aus Italien. Italien Food. Drei Stück. Und dann noch hier. Auch hier mit Schokolade für meinen Mann. Ich sage ja keine Schokolade. So, dann gab es hier noch Family Brownie für 1 Euro. Auch sehr lecker. Haselnuss. Dann gab es hier drei, auch von der amerikanischen Woche, so wie die Brownies auch. Das ist Nudel mit Barbecue-Geschmack für 30 Cent auch. Drei Stück und die haben bis ein Jahr noch, Haltbarkeit, ein Jahr. Drei Stück, wie gesagt, für je 30 Cent. Dann hier für meinen Mann auch wieder Rainbow Dragon, das ist so wie M&M's, aber mit Erdbeerbutter, mit nicht Erdbeer, sondern Erdnussbutter, 50 Cent. Dann gab es hier auch noch die italienische, die liebe ich sowieso, weil wir hatten das letztes Mal auch, als wir beim Schnäppchen waren. Fünfmal von diesen Möbertkekse in Klassik, wir lieben das, ich liebe die. Oh, ich freue mich schon, 70 Cent eine Packung und das ist 400 Gramm für 70 Cent. Ja, da haben wir jetzt genug und einmal mit Sahne. Ja, Italiano, genau, mit Sahne solche und die mit in Klassik, so, gibt's zwei verschiedene, die Kinder jeweils 50 Cent, solche Pads mit Nachfüller, einmal Zitrone und einmal Kirsch, von der Dragons Dinger Edition, ja, für die Kinder dann. Dann meine geliebten Maria-Kekse, die haben eine Packung hat 50 Cent. 50 Cent. Mit 5 Packungen. Ich hätte mehr mitnehmen, aber ich wusste nicht genau, wie das kostet, weil da immer so alles gemischt ist. Aber 50 Cent. 50 Cent. Und ich liebe die. Ja.
meine Keksen. Ja, und dann noch hier Bio-Organik für 1 Euro in einer Glasflasche. 1 Euro hat das bloß gekostet und das hat noch bis nächstes Jahr Haltbarkeit, genau. So, dann hat sich mein Mann solche Protein mit Schokoladengeschmack für 6,50 Euro. 1000 Gramm noch bis ja, nächstes Jahr auch. Zwei Stück, wie gesagt, für 6,50 Euro muss man doch zuschlagen. Ne? Und dann hier noch für ihn auch Energiedrink, so wie Red Bull. Das ist ja Energiedrink, genau. Zweimal von dieser Heidelbeere mit 5% Frucht. Das ist Kong Strong für 10 Cent plus Pfand. Dann dreimal mit Apfel. Apfelgeschmack. Dreimal, wie gesagt. Dreimal. Und zweimal Tropikal. Eine ist im Kühlschrank. Ja. Dann war's. So, jetzt kommt das Beste. Ich habe mich heute so gefreut, weil gestern hatten wir das Ganze gekauft. Heute nur den Inline-Skater und das Fashion. Die Sachen, die Anziehsachen, weil die heute für 2 Euro waren. Und ja, man freut sich immer, dass man Schnäppchen macht, weil ich trage sehr viel von Lidl und auch von diesen 2 Euro. Ja, die Bruna ist irgendwie mit Schwester am Labern. Achso, und die Bruna hat für die Schwester das mitgenommen, 80 Cent, diesen Malbuch mit Tieren, mit Stickern. Und die hat sich sehr gefreut, so wie eine Tasche eben. Hat sich die Bruna sehr gefreut, dass die Schwester ihr auch was schenkt, weil es kommt selten vor, ne? Kommt sehr selten, aber ich fand das auch sehr niedlich. Ich male auch sehr gerne, obwohl ich schon kein Kind mehr bin, aber schaut mal, ich liebe Pferde. Ja, und hier noch nochmal Stickers. Am Anfang und am Ende gibt es welche und ich liebe sowieso Tiere. Auch die Giraffe sehr schön und sehr süß. Ja, für 80 Cent, wie gesagt. Und dann kommt hier Anziehsachen. Ich habe heute mehr für Beatrice und für mich. Mein Mann hat Glück gehabt, hat einmal eine Sache bekommen. Aber schaut mal, da waren leider keine Verpackungen mehr. Aber das ist 10, 12 Jahre und Beatrice hat das anprobiert. Hier mit Kapuze und sehr warm drinnen. So eine Jacke, sogar hier mit diesem Handschuhdinger. Da kann man hier die Finger reinmachen. Ja, wie gesagt, der hat 2 Euro gekostet alles. Und gestern hatte ich die da gesehen und ich glaube, gestern haben die 5 Euro gekostet. Haben die auch. Ich hatte das gestern auch da gesehen. Ich hatte gestern diese. Moment. Die hatte ich gestern da gesehen. Aber heute habe ich die blaue und blau passt für alles. Das passt. Die blaue, aber das hat Beatrice am besten gefallen. Dieser mit in Pink so. Auch mit dieser Handschuh drin. Oder? Ja, sie hat das da anprobiert, ja. Und das mal zeigen. Mit dieser habe ich selber eins. Die mag sie sehr gerne mit solchen Handschuhen drin. Und ja, für 2 Euro, was will man mehr, ne? Die kosten normal im Laden, ich glaube um die 15 oder 20 Euro. Und da habe ich die für 2 Euro. Ja, auch in der 10, 12 Dose. Ja. So, einmal die zwei. Dann gab es hier für die Beatrice und für mich dieselben. Ich habe zwar in der Teenager-Abteilung, das steht ein 176, passt mir, weil das ist so Skinny Fit. Und für die Beatrice für 11 Jahre und für mich, wie gesagt, für 14, weil wir haben jetzt Partnerlook. Ich und mein Mädchen. Für jeweils, ja, 2 Euro deine Jeans. Hallo, wo gibt es denn sowas? Ja, schaut mal, hier finde ich, das Muster ist sehr schön hier und auch ja, sehr modern dieses. Sehr modern, ja. Dann gab es für Beatrice noch eine Jogginghose. Wo sind die? Da, die sind auch sehr schön, finde ich die. Das ist 12, 13 oder 11, 12, 11, 12 Jahre, weil sie hat jetzt einen Schub gemacht und da hat ihr passt fast nichts mehr. Aber die fand sie sehr schön in schwarz und grau.
kann sie dann ab jetzt nicht so oft, aber ab Herbst dann wieder tragen, weil das ist gefüttert so drinnen. Und ja, für die Schule sehr praktisch. Sie trägt gerne Jogginghose. Und für die Mama auch was. Ich habe mir eine Sweathose. So sieht die aus. Und ja, in Grau. Weil sowas braucht man immer in der Größe S, 36, 38. Mit dieser, mit das hier mag ich am liebsten. Ja. Sehr schön modern, hier mit Reißverschluss. Dann gab es hier noch eine schwarze für mich jetzt für Sommer und so. Aber das ist jetzt XS, aber ich hoffe, das passt. Das ist dieselbe, steht Sweathose auch. Aber da die eine ist schwarz und die andere ist grau. Und das ist ja so eine dünnere Stoff. Und hier mit sowas. Aber ich fand das auch sehr schön zu tragen. Auch mit Reißverschluss. Sehr schön, oder? Was sagt ihr? Es blendet so hier, mein Softbox. Ja, so sieht das aus. So, ich glaube, so ist besser, ne? So. Nee, irgendwie blendet das. Mann, Mann, Mann. So. Für meinen Bruno habe ich auch so eine Mädchen-Schneehose mitgenommen. 2-4 Jahre, das sieht so sehr groß aus. Habe ich da ausgepackt. Eine andere war schon ausgepackt, aber ich fand das sehr groß, obwohl da 2-4 Jahre steht. Aber sie ist ja ganz schmal, ne? Aber ich glaube, das passt hier ab Winter dann. Dann für meine Bruno auch so eine Pyjama. 4-6 Jahre. Sie hat schon so eine Hose, aber das war alleine für 2 Euro, hatte ich damals da geholt. Und jetzt das da. Aber da, sie hat in so pink und rosa und jetzt in blau, lila so ungefähr. Und das ist das passende Oberteil. Ich fand das sehr schön. Pyjama Party steht hier drauf. Hashtag Pyjama Party. Braucht sie sowieso immer. Oder die Kinder brauchen das, ne? Ja. So eine Pyjama jetzt für Sommer. Auch 4-6 Jahre von My Little Pony. Mit Leggings und T-Shirt. Ja, genau. So sieht das Ganze aus und ist auch sehr schön. Und für meinen Bruno auch. Oh, ich fand die sehr schön jetzt für dieses Regenwetter, wenn es nicht so abends oder so, die Tage nicht so warm sind. Fand ich so schön hier mit Herz und so. So eine Farbe hat sie noch nicht. Und ja. So eine Jackchen. Ist sehr schön. In so Bordeaux-Farbe. Ja, ist sehr schön, oder? Ja, ne? Ja, ist sehr schön. Ja. Jetzt gab es noch so eine Soft-Shell-Jacke für mich. In der Größe XS, aber ich mag ja so engere Sachen. Da waren nur die, habe ich da gefunden, in Blau. Mit Kapuze. Und ich hatte eine in der, bei Kick damals, vor 2 Jahren oder so, auch in dieser Größe, glaube ich, mitgenommen. Und ich glaube, wenn es mir nicht passt, dann passt Beatrice. Und ja, in Blau, so sieht der aus. Für 2 Euro, Leute. Für 2 Euro so eine Softshell-Jacke. Und für meinen Mann so eine Herrenjacke. Strickfleece-Jacke. In der Größe M. Mal schauen, ob ihm das passt. Wenn nicht, dann kann ich meinem Papa das geben. Oder so. Oder meinem Bruder. Aber die tragen ja nicht so gerne sowas. Ja. So sieht der aus für meinen Mann. Ja. Und das Ganze, ja. Ja, die haben 70 Cent gekostet. Die 70 Cent und die auch 70 Cent. Video ist schon lang geworden. Und ja, ich hoffe sehr, mein XXL-Schnäppchen-Video hat euch gefallen. Und lasst mir gerne unten wissen, ob ihr solche Videos gerne schauen möchtet. Ich habe sowieso schon ein paar. Ich werde euch versuchen, die alle hier in eine Playlist zu verlinken, oben. Mal schauen, ob mir das gelingt. Sonst werde ich mein letztes von Lidl Schnäppchen zeigen und meine Augen brennen ein bisschen wegen der Licht. Und ja, aber wir haben heute so ein bisschen dunkles Wetter, deshalb wollte ich mit meinem Softbox filmen, dass alles besser aussieht so. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag
Und ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und wie immer, macht's gut. Tschüss.